Und damit hallo und herzlich willkommen bei Jurassic World von Lego. Ja, dies ist leider schon mein zweiter Versuch, alles aufzunehmen. Ich hatte schon die Hälfte vom Spiel durch, bis ich dann festgestellt habe, dass OBS mir irgendwie sämtliche Aufnahmen, die vor dem Wechsel oder vor dem Upgrade zu Windows 10 super funktioniert haben, leider alle zerhauen hat, weil alles am Haken war ohne Ende und ja, also genau das, was man eben nicht haben möchte, wenn man es denn richtig rausbringen möchte. Deswegen fange ich jetzt nochmal einen komplett neuen Spielstand an und nehme euch nochmal neu mit auf die Reise von Jurassic World. Ein Schwein! Fangt die Sau! Elektroschocker auf volle Kraft! So, wir beginnen mit dem Raptorentransport. Und zwar für diejenigen unter euch, die dieses Spiel noch nicht gespielt haben oder überhaupt noch kein Lego-Spiel, was ich mir nicht vorstellen kann, aber was sicher auch dem einen oder anderen passiert, so geht, wie auch immer. Wir spielen immer zwei Charaktere, das heißt, wir können dieses Spiel auch auf jeden Fall zu zweit spielen, was ich euch wärmstens empfehlen kann, weil das macht einfach jede Menge Spaß. Allerdings, der ganz, ganz große Nachteil beim zu zweit spielen ist, dass man das Ganze leider nur lokal machen kann. Sprich, in meinem Fall jetzt über den Steam-Link nennt sich das, glaube ich, also sprich für den Fernseher, was alles zwar wunderbar funktioniert, aber oder wo ich noch nicht rausgefunden habe, wie man das Ganze dann wirklich aufnehmen kann. Weil das mit der Aufnahme würde zwar wahrscheinlich funktionieren, aber nicht die Sache mit der Aufnahme mit dem Mikrofon. Benutzt den Shockstab, um ihn und anzuwerfen. Das ist dann doch ein wenig nervig. Was ich schon mal vorweg schicken möchte, ich werde natürlich, dadurch, dass ich jetzt mit euch nochmal komplett ein neues Spiel angefangen habe, also ich habe keinen Spielstand geladen oder so, ich habe einfach ein ganz neues Spiel angefangen, werde ich natürlich überall die Geldstücke, Goldstücke, Lego-Stückchen, ich weiß nicht, wie sie heißen, diese Dinger, die ich hier am Einsammeln bin. Ich sag jetzt mal einfach Geld dazu. Das werde ich alles einsammeln, was ich kann, weil wir möchten nämlich, ich glaube, es heißt hier drin, erfahrener Überlebender sein. Das ist dieser Balken, den ihr jetzt oben in der Mitte seht, so diese Spirale. Und wenn die komplett voll ist, dann sind wir erfahrener Überlebender. Und dann bekommen wir auch im Vorfeld schon aktuell einen goldenen Legostein. Genau. Zu denen komme ich dann später nochmal. Das hier, diese DNA-Stränge, die hier rumlaufen, die hier rumschweben, die kann man einmal mit der linken Taste anhauen und dann kommen immer so Hinweise von Mr. DNA. Die interessieren uns jetzt im Moment nicht. Der hier, der mit mir mitläuft, komm mal mit, Junge, ich will was zeigen. Mit dem können wir dann immer wechseln, wenn ich die entsprechende Taste gefunden habe. Ich mache das jetzt mal einfach so. Ich glaube, es war... Ah ja, es sind Schultertasten oben, okay. Jeder hat so seine Fähigkeiten. Er hier macht die Elektronik. So, und er hier kann schießen und zielen und er kann auch Fährten lesen. Und danke für diesen wunderbaren Hinweis, dass das wird mir wahrscheinlich das Leben retten. Ich
So, ihr habt jetzt bestimmt gesehen, dass da oben gerade drauf stand, ich glaube, 1 von 3. Wir gucken uns das hier nochmal an. Achtet mal auf dem oberen Bildschirm, was jetzt da steht. Ja, ist nicht ganz oben. Da stand jetzt 2 von 3. Das heißt, wir müssen jetzt 3 von diesen Dingern hier irgendwie aktivieren. Das hier sind übrigens die Bodenteile, die wir jetzt letztendlich zusammenbauen sollen. Alles, was aussieht wie ein Ziel, ist meistens auch ein Ziel. Hier vorne ist übrigens was, was ich eben meinte, und zwar die Sache mit dem Fährtenlesen. Das kann von den beiden jetzt nur er hier, aber es gibt natürlich auch noch andere Charaktere, die ähnliche Fähigkeiten haben wie die, die ich jetzt gerade spiele. So, das lasse ich erstmal liegen, weil dadurch kommen wir nämlich nachher weiter. Ich sammle jetzt erstmal den ganzen Kram hier ein. Ich höre Frisch, aber ich sehe keine. Ach, ich sehe... Doch, jetzt hat es funktioniert, wenn ich auf Y... ja, bei mir ist es Y. Also die obere Taste der 4 Kreistasten rechts. Ich muss dazu sagen, ich spiele am PC. Was man vielleicht schon rausgehört hat. Da ich ja gesagt habe, dass ich über Steam spiele. Was war das denn jetzt gerade für einer? So, und dann werden wir jetzt im... ja, im Story-Mode, so nennt sich das, immer wieder auf so Sachen treffen wie hier beispielsweise, wo wir nicht weiterkommen werden, weil dafür brauchen wir einen anderen Charakter, den wir jetzt im Moment aber noch nicht haben. So, haben wir denn hier alles oder können wir die auch noch kaputt machen? Nee. Okay, schiebe Trupp an die Arbeit. Ah, da hinten habe ich gesehen, da war noch ein Goldstück. Irgendwo. Ist das weg? Nee, hier. Das war so versteckt, das habe ich gar nicht gesehen eben. Und schieben! Schiebetrupp, zurücktreten! Die Käfigleiter klemmt. Kann noch mal jemand den Sicherheitscode eingeben? Alles kein Thema, aber ich bin hier irgendwie nur von Vollpfosten umgeben. So, hier müsst ihr euch nur merken, in welche Richtung die Pfeile gehen. Und das tippt ihr dann einfach ein. Ja, ich habe sogar gerade noch gesagt, dass er das machen soll. Und geh da mit dem anderen. Das war sehr intelligent. Velociraptor? Nein, kein Velociraptor. Vielleicht wurde bei einer anderen Ausgrabungsstätte was gefunden. Das sind quasi die Helden aus Jurassic Park. Und damit sind wir jetzt direkt beim ersten Checkpoint.
Da zeige ich euch, wenn das Bild mal mitgehen würde, auch direkt mal, wie ihr speichert. Und zwar geht ihr an diesen Stein mit diesem Speicherkartensymbol. Und dann könnt ihr entweder speichern und verlassen, wenn ihr sagt, ich möchte jetzt rausgehen, oder speichern und fortfahren.